Yes, ich hasse Bachelor aus. Hatte Daniel bloß Angst vor dritte Korb? War es nur ein Präventivschlag? In der letzten Bachelor-Folge entschied sich Daniel Wülz, Kandidatin Jessica Neufeld keine Rose zu geben. Eine Woche zuvor wurde ihm diese Entscheidung von Maxime Herbert und Samira Klampfl abgenommen. Die beiden Single-Ladies packten freiwillig die Koffer. Für den Immobilienmakler eine fiese Abfuhr. Da Jessica dem Rosenkavalier noch vor ihrem Exit offen erklärte, sie brauche für Gefühle mehr Zeit, vermutet die Blondine nun, hatte nur Angst vor einem weiteren Korb. Gegenüber Promiflass verriet die YouTuberin, dass sie mit der plötzlichen Reaktion des 32-Jährigen nicht gerechnet hatte. Als sie ihm ihre eigene emotionale Unsicherheit aus der Vorwoche bestätigte, habe er einfach abgeblockt. Ich hatte von seiner Seite aus nie das Gefühl, dass er bei mir keine Gefühle hatte, weshalb die Aussage, dass bei ihm auch kein Funke übergesprungen sei, für mich überraschend kam, sagte die Fünftplatzierte. Zuvor wirkte der gebürtige Berliner noch sehr interessiert an der Blondine, doch die Angst, erneut enttäuscht zu werden, könnte den Rosenkavalier vorsichtiger gemacht haben. Auch ehemalige Konkurrentin Janina Wester, 25, die in der fünften Nacht der Rosen ausschied, hatte Probleme, sich gefühlsmäßig auf den Bachelor einzulassen, wie sie Promiflass gestand. Dabei war es jedoch nicht so sehr eine Frage der Zeit, sondern des Umgangs. Der Bachelor turnte anscheinend quer durch die Betten der Frauen-WG und fragte seine Bewerberinnen ungeniert über ihr Sexualleben aus. Alle Infos zu der Bachelor im Spezial bei rtl.de.